So, hallo. Wo befinden wir uns denn? Momentan befinden wir uns auf dem Flohmarkt und der Flohmarkt findet statt in Nürtingen bei der Firma Bürotex in der Max-Eid-Straße. Das war eigentlich schon seit Jahren mein Hobby, war früher auch selber auf Flohmarktveranstaltungen, habe selber verkauft. Dann habe ich eigentlich gedacht, hey, warum tue ich das nicht selber mal ins Boot nehmen und selber Plätze suchen? Dann haben wir damals frisch jung angefangen bei der Stadt Wernau, haben das 2-3 Jahre lang gemacht. Übergang Esslingen. Esslingen war dann mein Stammplatz und dann habe ich gedacht, hey, versuchen wir mal Nürtingen. Nürtingen war früher eigentlich Flohmarkt Hochburg, gab es jahrelang keinen mehr. Ja, habe dann eine Zeit lang am Festplatz den Flohmarkt aufgezogen, gemeinsam mit der Stadt Nürtingen zusammen. So, dann kam das Corona-Zentrum, muss man dann leider ausweichen. Dann haben wir hier das schöne Gelände von der Firma Bürotex gesehen. Haben wir gedacht, hey, komm, versuchen wir es da. Und da muss ich sagen, ein großes Lob und ein Dank an den Geschäftsführer von der Firma Bürotex, dass er uns das Gelände zur Verfügung gestellt hat. Und ja, da bedanke ich mich einfach jetzt mal per Interview oder per Kamera recht herzlich. Wir heißen M&A Flohmärkte, das heißt moderne und attraktive Flohmärkte veranstalten wir. Sprich, wir gucken von A bis Z auf Hygiene, auf Sauberkeit, dass die Plätze sauber verlassen werden und. Also wir haben ein großes Hygienekonzept ausarbeiten müssen. Wirklich 3-4 Wochen sind wir zusammengekocht, haben uns überlegt mit Freunden und, wie man es machen kann. Haben jetzt eigentlich ein richtig gutes Konzept entwickelt. Das können wir euch nachher mal schön zeigen, wie es funktioniert. Und das Gute ist, dass die Besucher das wirklich einhalten. Genau, und die Aussteller sowieso. Here's to the broken man who stood and watched when he heard you can't. Cause it shows me that faith is more than sight. Du hast vorher das Hygienekonzept angeschnitten. Möchtest du uns mal jetzt genau erklären, wie das bei euch abläuft, was ihr euch ausgedacht habt? Ja, wir haben die grüne Flohmarkt-Heute-Schilderpfeile aufgestellt, wo wir eigentlich bei jeder Veranstaltung haben. Nur an diesem Platz haben wir jetzt den Vorteil, dass wir einen Teil vom Platz verwenden können für die Besucherparkplätze, sodass der Weg zu unserem Eingangszentrum um die Hälfte verkürzt wird. Sodass wir gleich am Eingang alle abfangen können und die Besucher unser Hygienekonzept einhalten müssen. Und das Konzept, wie läuft das ab? Die Besucher kommen, sollen sich die Hände desinfizieren, dann bekommen sie eine Karte, eine Zellkarte, damit wir wissen, wie viele Besucher auf dem Platz sind. Aktuell dürfen wir nur 99 Besucher auf dem Platz lassen. Und
geht einfach mit Pfand, wenn sie wieder gehen, geben sie die Karte ab, bekommen ihr Pfand zurück und neue Besucher können kommen. Die Bänder werden dazwischen drin desinfiziert, dass alles seine Ordnung hat. Von dem her hoffen wir, dass wir das alles richtig machen.